Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu meiner Morgenroutine. Wir starten in meinem Bad, wo ich mir als allererstes natürlich Gesicht und Hände wasche. Und dafür benutze ich die Alverde Waschcreme mit Heilerde. Die benutze ich schon seit über einem Jahr, glaube ich, beziehungsweise schon sehr, sehr lange. Und ich finde, dass sie meiner Haut sehr, sehr gut getan hat. Sie hat bei meinen Unreinheiten sehr geholfen. Ja, das mache ich morgens und abends, wie ihr in meiner Abendroutine dann auch noch sehen werdet. Ja, erstmal ins ganze Gesicht einmassieren und dann mit einem angefeuchteten Waschlappen wieder herunternehmen. Ich finde, das geht so besser ab als nur mit Wasser. Dann putze ich mir die Zähne und benutze noch eine Mundspülung von Listerine. Dann gehen wir in die Küche, die momentan noch keine Küche ist. Und ja, ich mache mir Kaffee und werde auch schon von den Katzen meiner Mitbewohnerin begrüßt. Das passiert fast jeden Morgen, sobald sie das Rascheln der Kaffeepackung hören und wollen gerne noch ein paar Leckerlis haben. Die gebe ich ihnen dann natürlich auch. Und ich fand das einfach so süß, dass ich das auch noch auf jeden Fall filmen wollte. Ein Blick aus dem Fenster verrät, es ist Schnee und es schneit und es ist kalt und überhaupt. Dann mache ich mich Make-up-technisch fertig. Als allererstes wasche ich mir nochmal meine Augen ab. Dann benutze ich noch eine Lippenpflege von Catrice. Die ist Teil meines Non-Empty-Projektes, falls ihr das gesehen habt. Ja, und dann fangen wir auch schon an mit der Eyeshadow Base. Und das ist die von Catrice in dem Fall. Die teste ich momentan und finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja, die verteile ich dann mit dem Finger noch ein bisschen und ja, versuche sie so ein bisschen einzuklopfen. Sie gleicht so leichte Äderchen aus. Dann kommt ein Lidschatten von Catrice, der leider nicht mehr im Sortiment ist. Einfach ein dunkler lila Ton. Den gebe ich auf das ganze bewegliche Lid. Und ja, das ist momentan einer meiner liebsten Alltagslooks, auch wenn es für viele gar kein Alltagslook ist. Aber ja, für mich ist es halt einer. Danach wird dann verblendet und verblendet und verblendet, wie man hoffentlich erkennen kann. Und dann kommt noch ein bisschen Schwarz in die Lidfalte, auch mit diesem Blendepinsel, einfach um dem Ganzen ein bisschen mehr Dimension zu geben. Dann ein wenig ja, heller Lidschatten als Highlight unter der Augenbraue und zum Verblenden von Kanten. Und ein Highlighterton für den Augeninnenwinkel. Danach weißer Kajal auf die Wasserlinie, was man nicht so gut erkennen kann. Und meine liebste Wimperntusche von Catrice, die Glamour Doll in Wasserfest. Dann kommt ein Gesichtswasser von Alverde, einfach um die Haut noch ein bisschen zu reinigen. Und meine liebste Tagescreme, die mattierende Creme von Sebamed, die ich jetzt auch schon ungefähr ein Jahr benutze und von der ich sehr, sehr, sehr begeistert bin und die meine Haut unglaublich verbessert hat. Als nächstes einmal kurz die Haare durchkämmen und ein Haaröl in die Haare, in dem Fall das von L'Oreal Expert. Einfach um den Haaren ein bisschen mehr Glanz zu verleihen und dass sie besser liegen und ja, sich einfach schöner anfühlen. Es geht zurück ins Bad, wo ich mir meinen Pony glätte. Ich bin dazu übergegangen, mir meinen Pony zu glätten, einfach weil die Wasserhärte in Siegen so blöd ist, dass mein Pony nie so liegen möchte, wie ich ihn gerne hätte. Deswegen glätte ich ihn einfach ein bisschen und wieder zurück. Ich benutze Concealer, um meine Unreinheiten abzudecken und klopfe das Ganze dann noch ein bisschen mit dem Finger ein. Einfach weil ich danach eine Foundation benutze, die keine wirkliche Deckkraft hat, sondern nur so ein bisschen ausgleicht und keine Rötung oder sowas abdeckt. Deswegen mache ich das mit Concealer. Die Foundation, die ich benutze, ist die Bare Skin von Sleek. Wie gesagt, die hat keine wirkliche hohe Deckkraft und ist mir leider auch ein Ticken zu dunkel, weswegen ich jetzt ein helleres Puder benutze nach dem Concealer. Der Concealer ist in dem Fall von P2, den teste ich momentan. Da gebe ich ein paar Pünktchen unter mein Auge und verteile das mit so einem kleinen Bufferpinsel. Jetzt kommt das Puder, das ist das helle Puder von Alverde aus der Schneewittchen LE. Mit einem kleinen Pinsel verteile ich den erstmal unter dem Auge, auf der Oberlippe und so weiter, wo man halt nicht so gut mit einem großen Pinsel drankommt. Und ja, dann kommt mein großer Kabuki und damit wird der Rest des Gesichtes abgepudert und ist nicht mehr ganz so extrem dunkel, wie die Foundation eigentlich ist. Als nächstes kommt ein Blush von P2 aus der CeraVe LE. Das gebe ich einen Ticken über den Wangenknochen, weil ich finde, dass das dem Ganzen ein bisschen mehr Dimension verleiht. Das mache ich in letzter Zeit total gerne. Ja, und darüber kommt dann ein helleres Blush, in dem Fall von Catrice aus der Rococo LE. Ja, ich mag diese Blush-Kombination sehr, sehr gerne und benutze sie in letzter Zeit auch sehr häufig. Ich finde, das lässt das Gesicht gleich irgendwie anders wirken, als wenn man nur ein Blush benutzt. Ich konturiere mit MAC Harmony allerdings nur so ein ganz kleines bisschen, nicht wirklich auffällig. Nur, dass ich mich ein bisschen anders und konturierter fühle, sagen wir es mal so. Und danach kommt auch schon der Highlighter. Das ist wieder der, den ich auch in den Augeninnenwinkel gegeben habe. Und den verteile ich mit diesem Fächerpinsel von Ebelin einfach so ein bisschen auf den Wangenknochen. Und ein bisschen gebe ich auch noch auf die Lippenherzen, weil das die Lippen gleich viel schöner wirken lässt, meiner Meinung nach. Und von Catrice, der Smoothing Lip Polish in der Farbe Rosewood, kommt auch noch auf meine Lippen. Der ist einfach nur meine Lippenfarbe in ein bisschen dunkler. Dann kommen wir auch schon zu den Klamotten. Wie wir am Anfang gesehen haben, schneit es, deswegen müssen ein paar Schichten her. Als allererstes ein Strickpulli von EMP und eine graue Hose. Darüber noch ein Cardigan von EMP. Ja, es ist alles von EMP, weil meine Klamotten einfach von EMP sind. Dann ein Schal noch dazu und ja, das Ganze sieht dann so aus. Dann noch Schuhe, auch von EMP und mein Mantel.
Und ja, dann fehlt nur noch die Tasche, die noch dazu kommt. Und dann bin ich auch schon startklar und kann mich auf dem Weg zur Uni machen. So sieht das Ganze aus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei meiner Abendroutine wieder. Und ja, dann würde ich sagen, macht es gut und tschüss.